Sag mal, Kollege. Ja. Wie viel verdienst du eigentlich? Was? Ich wollte nur wissen, wie hoch dein Gehalt ist. Aber, Alter, sowas fragt man doch gar nichts. Wochenende. Familie. Urlaub. Gehalt. Wetter. Bücher. Haustiere. Fußball. Mein Kopftuch. Hobbys. Politik. Traurige Erlebnisse. Trauersituation. Krankheiten. Private Probleme. Religion. Religion. Private Probleme. Politik. Politik. Ist es angemessen, Azubis nach Privatem zu fragen? Wenn der Auszubildende Migrationshintergrund hat, dann weiß ich sehr genau, dass sie damit kein Problem haben. Es ist eher für viele irritierend, wenn man sich nicht für sein Privatleben interessiert, weil viele das ja gar nicht so trennen. Weil wenn ich über Privates fragen möchte, heißt es nicht, dass ich Grenzen überschreite, sondern ich interessiere mich für ihn und für seine Familie. Das sehen die allermeisten so. Deshalb ist es angemessen. Die Frage ist, wann ich das mache. Ich würde dann auch das nicht sofort machen, sondern eher ein bisschen später, weil dann kann ich dem Jugendlichen auch signalisieren, ich sehe nicht nur dich, sondern ich sehe auch dein ganzes Familienbild und dein Umfeld. Das ist wichtig, dass man auch dieses Signal aussendet. Thema: Der neue Auszubildende im Team. Als der neue Auszubildende fühlt man sich fremd. Ich kann 6 verschiedene Sprachen sprechen, aber Deutsch ist die schwierigste Sprache, die ich je gelernt habe. Wir veranstalten zum Beispiel direkt zu Beginn eine Kennenlernwoche. Da geht es dann hauptsächlich um das Teambuilding, wobei dann die Inhalte der Ausbildung eher im Hintergrund stehen. Wenn jemand mich nach persönlichen Sachen fragt, dann erzähle ich es dann gerne, weil sie sich interessieren, was von Kultur oder woher ich herkomme. Wichtig ist zu wissen, welche Arbeitserlaubnis mein Auszubildender hat, denn eventuell muss diese regelmäßig überprüft werden. Gerade dafür haben wir uns die Kontaktdaten von ehrenamtlichen Helfern im Hintergrund aufgeschrieben, denn wenn es zu irgendwelchen Problemen kommt oder irgendwelche Fragen sich aufstellen, können wir da sofort anrufen. Geflüchtete wissen meist sofort, was sie wollen. Allerdings sollte man sie zu Beginn an die Hand nehmen und begleiten. Aber genau dafür sind sie dankbar. Ich mag nicht, wenn die Leute mich direkt nach persönlichen Sachen fragen, zum Beispiel wie oder warum ich hier bin. Sonst erzähle ich es dann gerne über meine Heimat oder meine Kultur. Was auf jeden Fall hilft, ist, das Gespräch untereinander zu fördern von den Auszubildenden. Denn vielleicht finden sich da manchmal gemeinsame Interessen, wie zum Beispiel Fußball. Ich werde oft gefragt, woher ich komme. Über privat ist präzise, aber wenn ich besser Menschen kenne. Ich werde manchmal gefragt, woher ich komme. Ich bin in Deutschland aufgewachsen und oft werde ich auch wegen meinem Kopftuch angesprochen, aber das sind Themen, die okay für mich sind. In manchen Betrieben gibt es die Möglichkeit, Auszubildenden auch einen Partner an die Seite zu stellen. Da ist es oft so, dass man sich vielleicht eher traut, sensible Themen an den Paten weiterzugeben als an den Ausbilder. Gemeinsame Aktivitäten stärken das Zugehörigkeitsgefühl, vor allem wenn man neu im Betrieb ist. Manche ergeben sich von selbst, andere müssen geplant werden. Ideen gibt es da viele. Man könnte seine Pausenzeiten miteinander verbringen und vielleicht auch zusammen zur Kantine gehen. In vielen Firmen sind Tippspiel, zum Beispiel Fußball, beliebt. Wer mag, macht mit. In manchen großen Betrieben gibt es ein Sportangebot, das jeder nutzen kann. Mit Kollegen kann man zusammen fahren, in Bus oder Bahn. Zu unterhalten ist besser, als allein zu fahren. Man könnte sich vielleicht nach der Arbeit zusammen treffen, vielleicht was essen oder trinken gehen oder auch mal zum Fußball verabreden. Man könnte einen Ausflug organisieren, bei dem zum Beispiel die Stadt erkundet wird. Man kann Kollegen einladen in einer Feier oder die Familienangehörigen einladen. Wir haben bei uns mal ein Essen organisiert, wo jeder was aus seiner Heimat mitgebracht hat. Man sieht, Ideen gibt es viele. Es muss nur jemand die Initiative ergreifen.